Seit dem Trailer-Release der Musical-Verfilmung Cats gehen alle davon aus, dass es der katastrophalste Film des Jahres wird. Und ob das wirklich dem Film gelungen ist oder nicht, das erfahrt ihr nach diesem wunderschönen Trailer. Wir kennen uns noch nicht, oder? Auf der mondhellen Bahn. Und wenn du dort erfahren hast, was Glück wirklich ist, fängt ein neues Leben an. Komm mit, wir wollen anfangen. Lust, ein neues Leben zu beginnen? Ein neuer Tag beginnt. Die Reaktionen zum Trailer waren ja wirklich unglaublich. Also was da durchs Netz gegangen ist, es war mir an einigen Stellen schon etwas zu suffisant und zu negativ. Zumal es auf der großen Leinwand, wenn man den Trailer dort mal gesehen hat, eben nicht ganz so schrecklich aussah. Also ich muss sagen, ich gucke mir keinen Film an, weil ich hoffe, einfach wirklich was ganz Schlimmes zu schauen. Und dementsprechend hatte ich noch so ein bisschen die Hoffnung, dass Cats in irgendeiner Art und Weise funktionieren wird und dass es irgendwie ganz nett wird. Aber kommen wir erst einmal wirklich zur Optik, was einfach Captain Obvious, jeder hat schon drüber gesprochen. Und auch wenn noch irgendwas verbessert wurde, kann man nur sagen, das ist wirklich einfach furchtbar. Also nichts davon hat irgendwie so dieses Flair, was man sich wünscht. Man merkt einfach nonstop, dass hier alles mit CGI zugeknallt ist, dass die Gesichter in den meisten Fällen wirklich super seltsam, fast schon wie so aufgeklebt wirken, als hätten alle Schauspieler ganz, ganz schreckliche Schönheitsoperationen gehabt. Also irgendwie, also wirklich so ein Uncanny Valley-Effekt Deluxe, also mehr geht einfach nicht. Und das wird auch nicht besser. Vor allen Dingen wird es nicht besser dadurch, dass es in diesem Film unfassbar viele Nahaufnahmen auch noch von den Schauspielern und Schauspielerinnen gibt. Das macht einfach wirklich überhaupt gar keinen Spaß. Und ich habe diesen Effekt auch bei den kompletten 110 Minuten einfach nicht irgendwie ausblenden können. Normalerweise gewöhnt man sich ja an eine Optik auch, aber hier hat es nicht geklappt. Aber, und das ist wirklich ein ganz, 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 ganz wichtiges Aber, das bedeutet nicht, dass deswegen ein Film schlecht sein muss, wenn die Optik nicht funktioniert. Ja, es ist ein visuelles Medium, aber es gibt eben noch mehr, außer die Figuren und außer die Gesichter. Und, aber auch da gibt es eben leider Probleme. Aber ich möchte eben fair bleiben und nicht so von wegen, es ist ehrlich, es ist so simpel, aktuell auf Cats drauf zu hauen und so einfach will ich es mir eben auf gar keinen Fall machen. Aber was man nicht verstehen kann, ist, dass die Größenmaßstäbe auch regelmäßig nicht funktionieren. Ja, Katzen sind kleiner als Menschen. Logisch, entsprechend ist die Welt auch mal größer aufgebaut. Wieso aber manchmal dann die Katzen doch scheinbar fast so groß sind wie Menschen, oder sie einfach in dieser Variation immer mal wieder sich verändern oder sogar in der Szene bestimmte Gegenstände unterschiedlich groß sind, dass man sagt so, hä, das funktioniert doch von vorne bis hinten nicht. Was zur Hölle soll das? Dann spielt ja wiederum das Musical nur an einem Ort. Hier versucht man immer mal wieder aufzubrechen.
und in den einzelnen Songs nochmal so ein bisschen mehr von der Welt zu zeigen. Warum macht man das nicht konsequent? Das wirkt auch völlig willkürlich und so total, total seltsam. Dann sind die Ohren manchmal an anderen Stellen. Warum haben die alle Hände, wenn es Katzen sind? So, warum hat man da keine Pfoten? Warum haben die einen Schnurrbärte und warum nicht? Warum sieht es alles einfach so aus, als hätte man es wirklich von vorne bis hinten schlampig umgesetzt? Es ist ein Graus und die Augen, die bluten wirklich, wirklich, wirklich sehr. Und dennoch muss man sagen, bei all dem, was wirklich einfach ist, jetzt zu sagen, dass dieser Film wahnsinnig absurd ist, muss man einfach trotzdem feststellen, was gibt es in diesem Film denn noch? Und das ist etwas, was ich wirklich dem Film attestieren möchte. Dieser Film hat Herz und Leidenschaft. Man merkt es, die Macher, dass die alle dahinter standen, dass die wirklich was Tolles umsetzen wollten. Und umso schwieriger ist es für mich, auf diesen Film so drauf zu knallen und drauf zu hauen, wie er es wirklich verdient hat. Denn das ist ja eigentlich etwas, was absurd ist. Oft sind es so ganz herzlose Machwerke, bei denen man einfach easy sagt, komm, ganz im Ernst, das ist wirklich Müll. Aber hier merkt man, dass alle daran gearbeitet haben. Wir haben riesige, große Settings, in denen sehr, sehr viele Menschen auch irgendwie tanzten mit einer großen Choreografie, die selbst aber auch untergeht. Also man merkt, dass die Skills, die haben wirklich alle da. Und Cats ist ein Musical, was vor allen Dingen davon lebt, dass alle zeigen können, dass sie tanzen können. Aber selbst das geht hier unter durch die Kameraführung, wo ich sage, was habt ihr denn da gemacht? Warum sitze ich denn da wenigstens nicht und sage, okay, diese unglaublich hässlichen, mir in den Augen blutenden Katzen tanzen aber irgendwie toll. Das geht alles unter. Und gerade unsere Hauptdarstellerin, die eben eine Ballettkönigin ist, könnte doch hier wirklich wenigstens da glänzen. Und selbst das geht unter, dass man sich regelmäßig wünscht, einfach, dass irgendwas passiert, dass dieser Film einfach ausgeht, weil dieses ganze Potenzial, dieses ganze Talent, was da in allen Ecken steckt, hey, Jennifer Hudson, die singt halt einfach wieder wie eine Göttin, das ist einfach weg. So viel Talent, so viel Skills, so viel Zeug einfach, was toll hätte sein können, geht hier verloren. Und das ist eigentlich das, was mich bei diesem Film wirklich, bei all dem Lachen, das ich diesem Film entgegenbringen muss, einfach traurig macht. Und am Ende bleiben ja auch noch Songs und am Ende bleibt ja auch noch eine Geschichte, denn dieses Musical ist ja einfach wahnsinnig erfolgreich gewesen. Und wenn man sich diesen Film anschaut und dann auch allgemein nochmal so Revue passieren lässt, worum geht es eigentlich in Cats? Muss ich fairerweise zugestehen, ich habe keinen blassen Schimmer, wie das jemals so erfolgreich werden konnte. Denn am Ende des Tages ist es nichts anderes als Katzen mit unaussprechlichen Namen stellen sich in einem Song vor, dabei tanzen sie auch und am Ende darf die Katze, die sich am besten vorgestellt hat, in Richtung Himmel. Das ist die Geschichte. Mehr gibt's bei Cats nicht. Wahnsinn. Ja, da gibt's noch Details, aber man schaut sich den Film an und denkt sich nur so: Hast du Lust, ein neues Leben zu beginnen? Also wollt ihr mir nichts erzählen? So, worum geht's bei euch eigentlich? So, ja, es wird getanzt, ja, es gibt die einen, die ihr Leben hinter sich gelassen haben, bla, aber das ist doch keine Geschichte. Also, das ist so eine Revue, es ist halt wie so eine verfilmte Talentshow, wo halt am Ende eine Katze gewinnt. Also wirklich so. Aber gut, bei einem Musical können ja dann am Ende trotzdem noch die Songs irgendwie punkten. Da sind ja auch ein paar Ohrwürmer auf jeden Fall dabei. Memories ist ja sowieso eine richtig riesengroße Ballade, die auch, glaube ich, so die einzige ist, die man so direkt im Kopf hat. Aber da gibt es auch noch so ein paar ganz nette Melodien. Und man merkt wiederum, 1981, da hat man gerne mit ein paar Synthies gearbeitet und das klang halt alles einfach ein bisschen anders. Das Ding ist jetzt 40 Jahre alt. Da habe ich jetzt schon irgendwie gedacht, kriegen sie das in eine zeitgemäße Variante rum? Wollen sie Retro sein und dass es so richtig nach 80er klingt? Und irgendwie habe ich das Gefühl, man konnte sich weder für das eine noch für das andere entscheiden. Es wirkt alles seltsam irgendwie aus der Zeit, aber irgendwie eben auch nicht so, als wäre es eine Hommage. Es klingt zwischenzeitlich auch mal nach Horrorfilm oder nach ganz viel anderem seltsamen Kram, aber eben nicht nach diesem richtig großen, spektakulären Musical-Sound. Und obwohl auch alle hier vernünftige Gesangsdarbietungen wirklich präsentieren, ist hier kein Song dabei, bei dem ich irgendwie das Gefühl habe, wow, jetzt geht's ab.
da habt ihr euch was überlegt. Da habt ihr nochmal die Interpretation so deutlich verändert, dass es irgendetwas hat, was ich gebraucht hätte. Und so gehe ich wirklich bei allem durch. Ja, Schauspieler machen ihre Sache okay. Aber egal, wie ich versuche, diesem Film noch in irgendeiner Art und Weise was Gutes abzugewinnen. Und wirklich, ich hab das im schönsten Kino der Welt in Amsterdam geguckt. Ich habe 18 Euro Eintritt bezahlt. Ich habe wirklich ganz viele Gründe zu versuchen, mir in meinem Kinobesuch schön zu reden. Aber es wird mir, egal wie viel und egal wie sehr ich es tue, nicht gelingen. Und es hat mir selten so weh getan, weil man wirklich diese Leidenschaft und dieses Komm, wir machen was Großes einfach spürt. Und es ist einfach wirklich spektakulär, wie heftig man es hier verkackt hat. Und das geht, glaube ich, wirklich in die Filmgeschichte ein. Es ist einer dieser großen, monumentalen Flops der Filmgeschichte. Hier ist einfach alles schrecklich. Und ich kann aber denen nicht mal böse sein. Ich bin denen nicht böse. Sie haben es echt versucht. Sie waren ambitioniert. Sie wollten irgendwie was machen. Aber soll ich sagen, es ist halt einfach echt kacke. Es tut mir leid, wirklich. Es ist einfach kacke. Für die Leidenschaft, für dass sie wirklich alle gut tanzen können und dass sie auch vernünftig singen, was klar Basis eines Musicals ist, aber gibt's echt noch einen Gnadenpunkt. Aber ansonsten, Leute, ihr müsst den eigentlich im Kino sehen. So etwas hat man lange nicht gesehen. Das ist einfach ein unfassbares Desaster. 2 von 10 Punkten für Cats. Ich habe aber noch ein Fakten-Special zu dem Film gemacht. Vielleicht habt ihr ja Bock, euch das anzuschauen. Ansonsten, ich habe was anderes verlinkt. Frohe Weihnachten, Leute. Schaut den Film. What the fuck?